1909 oder 1909, das Gründungsjahr des BVB. Sebastian Kehl und Teddy de Beer bei einem Sporttalk in Dortmund. Kehl nimmt solche Termine gerade gerne wahr. Sie lenken ab vom Alltag in der Reha. Denn Dortmunds Kapitän wird nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk frühestens in 3 Wochen wieder fit sein. Sebastian Kehl ist aber nur einer von 9 Spielern, die derzeit nicht am Training von Borussia Dortmund teilnehmen können. Notstand beim BVB. Ja, natürlich ist ein Thema in der Kabine, weil heute Morgen hat Jürgen Klopp uns alle begrüßt, nach 2 Tagen frei, und die Kabine war rappelvoll. Das ist normalerweise in Zeiten der Nationalmannschaft nicht der Fall. Dann sitzen eigentlich 3 Spieler, vielleicht 4. Und heute waren sehr, sehr viele da, weil einfach etliche angeschlagen sind oder nicht zur Nationalmannschaft gefahren sind. Und demnach ist natürlich die Verletzten-Misere auch ein Stück weit Tagesthema, weil viele sich behandeln lassen, weil bei der medizinischen Abteilung die Hölle los ist. Und demnach ist die Stimmung im Moment, würde ich vielleicht mal sagen, nicht sehr, sehr überschwänglich positiv. Die Situation ist prekär. So viele Ausfälle hatten wir noch nie, klagt Neven Subotic. Dieses Verletzungspech sei unfassbar, sagen andere. Neben dem Langzeitverletzten Lukas Piszczek sehen Kehl, Nuri Sahin, Sven Bender, Marco Reus, Jonas Hofmann, Marcel Schmelzer, Sokratis und Ilkay Gündoğan angeschlagen oder schwerer verletzt. Ja, insgesamt haben wir natürlich im Moment eine angespannte Situation, sind leider einige Spieler auch verletzt, obgleich uns die Nationalmannschaftswoche jetzt ein bisschen hilflich sein wird, denn einige haben dann doch die Möglichkeit, sich auszukurieren, und ich bin guter Dinge, dass auch gegen Hannover wieder der eine oder andere auch zurückkehren wird. Größtes Dortmunder Sorgenkind bleibt Ilkay Gündoğan. Anfängliche Hoffnungen, dass er mit einem entzündeten Nerv im Rücken nur für 3 Wochen ausfallen würde, erwiesen sich als Wunschdenken. Es steht zu befürchten, dass der Mittelfeldspieler seinem Club noch weitere Monate fehlen wird. Und das sieht bei Ilkay leider im Moment nicht so wirklich gut aus. Ich drücke auf dem Weg natürlich nochmal die Daumen und hoffe, dass er dann doch jetzt auch den Grund findet und am Ende auch den richtigen Ansatz und wieder schnell wie möglich gesund wird. Die Ausfälle treffen den Vizemeister direkt ins Mark. Eigentlich wollte Jürgen Klopp in dieser Saison rotieren, um der Belastung in 3 Wettbewerben gerecht zu werden. Doch der Kader des BVB ist nicht so breit gespickt mit polyvalenten Spielern wie zum Beispiel bei den Bayern. Ja, insgesamt habe ich vor der Saison schon gesagt, dass wir einen guten Kader haben, den wir auch sehr, sehr gut ergänzt haben. Ich habe aber immer wieder auch gesagt, es wäre schön, wenn sich keiner verletzt, weil ansonsten kriegen wir vielleicht dann doch ein Problem. Und im Moment, zum heutigen Zeitpunkt, haben wir ein Problem. Beim BVB hofft man nun inständig, dass die ausländischen Nationalspieler gesund von den WM-Qualifikationsspielen zurückkommen.